Graz, Andreas Gabalier ist seit einigen Jahren Single. Gut scheint ihm das nicht zu gefallen, denn nun erklärt er, dass er es bereut, nicht früh den Bund der Ehe geschlossen zu haben. Andreas Gabalier, er bereut es, nicht früh geheiratet zu haben. Seit fünf Jahren geht Andreas Gabalier, 39, nun als Single durchs Leben. Während viele Menschen die Freiheiten als ledige Personen genießen, so sieht das bei dem Volksrock'n'Roller anders aus. Des Öfteren hat er bereits in Interviews anklingen lassen, dass er sich eine eigene Familie wünscht. Die richtige Frau dafür ist ihm nach der Trennung von Moderatorin Silvia Schneider aber leider noch nicht über den Weg gelaufen. Langsam hat Gabalier das Gefühl, ihm laufe die Zeit davon, denn im Interview mit der neuen Post zeigte er sich kürzlich bei einem Thema voller Reue. Ich hätte Blutjung heiraten sollen. Weiter erklärte er, dass er Angst hat, den richtigen Moment verpasst zu haben. Je älter man wird, desto mehr macht man sich einen Kopf über alles und möchte alles bis ins kleinste Detail planen. Wir wären doch alle nicht geboren, wenn unsere Eltern ebenfalls alles 1000 Mal durchdacht hätten, wie es heute der Fall ist. Auch ich habe auf den perfekten Zeitpunkt gewartet, aber wann genau soll der sein? Andreas Gabalier, das hätte er seinem früheren Ich geraten. Im November 2024 wird Andreas Gabalier 40 Jahre alt. Auch wenn er in den letzten Jahren eine beeindruckende Karriere hingelegt hat, mit seinen Alben jedes Mal die Albumcharts eroberte und regelmäßig tausende Menschen zu seinen Konzerten strömten, bereut der Musiker, dass er seinem Privatleben oft zu wenig Aufmerksamkeit schenkte und sich in Kleinigkeiten verstrickte. Wenn er seinem früheren Ich etwas raten könnte, wäre es. Steh dir selbst nicht im Weg, sei nicht zu verkopft, sondern trau dich. Auch wenn Andreas Gabalier derzeit nicht zu 100% zufrieden mit seinem Privatleben ist, sollte er nicht den Kopf hängen lassen, denn auch er wird sicher irgendwann seiner MRs. Reit begegnen.